Tut sie es oder nicht? Die Gitte-Fans waren gespannt. Singt die 65-jährige Gitte Henning ihren allergrößten Hit? 1963 war sie damit die Nummer 1. Sie tat es. Sie brachte ihn zum Schluss. Ich will einen Cowboy als Mann. Süße 17 Jahre alt war sie damals, goldener Otto von Bravo, ein Teenie-Star war geboren. Wir treffen Gitte Henning nach dem Konzert in ihrer Garderobe und können sie gleich fragen, war das eigentlich damals anders als heute bei Lena? Das war viel biederer, nicht damals. Und die neue Deutsche Welle hat das Biedere weggewischt, Gott sei Dank. Und dann finde ich, dass der Stefan Raab sehr, sehr tüchtig ist, sehr musikalisch. Und er lässt sie ganz natürlich sich darstellen. Mit allen großen Showstars hat sie im Laufe ihrer unvergleichlichen Bühnenkarriere zusammengearbeitet. Ich habe also einen Film mit Peter Alexander gemacht und dann habe ich einen Film mit Grete Weiser und Peter Weck in deutscher Sprache gemacht. Dann habe ich einen seriösen Film gemacht in Tschechoslowakei. Ob da Musik drin war, kann ich nicht erinnern. Dann habe ich mit Rex Gildo einen Film gemacht, Jetzt dreht die Welt sich nur um dich. Sicher viele, endlos viele Fernsehshows, wo man natürlich sich auch trifft, nicht? Also wie gesagt, Ray Charles oder Nina Simone aber oder Tom Jones. Doch Gitte Henning hat sich gewandelt, wollte nicht nur immer Schlager drällern, entwickelte sich weiter, schaffte den Sprung in die Kategorie anspruchsvolle Popsongs, ließ sich jedoch nie festlegen. Malerei. Ich möchte nicht also festgesetzt werden. Ich möchte meine Fantasie und Kreativität mir erhalten und nicht in einen Rahmen um mich herum machen. Tief getroffen hat sie der Tod ihrer geliebten Schwester Jette. Dafür hat sie ihre Fernsehshow abgebrochen, ist zur Beerdigung nach Dänemark gefahren, um alles so zu organisieren, wie es ihre Schwester gewünscht hatte. Ganz besonders. Die war, war ganz einfach sehr begabt, sehr ein intelligentes Mädchen oder Frau und war ganz sonderbar, ganz besonders. Nicht leicht, aber fantastisch irgendwie. Die Musik gibt ihr die Kraft, weiterzumachen. Sie hat erst vor kurzem wieder neue Popballaden geschrieben. Abschied ist ein Song, der zur neuen Gitte Henning passt. Mit ihrer neuen, jungen, kreativen Band kann sie vieles von dem umsetzen, was sie derzeit musikalisch denkt und fühlt. Rhythmische Musik war für mich das Wichtigste und ich bin ein rhythmischer Mensch, also mein Schlagzeuger ist mir ganz wichtig und ich bin
Ich fühle mich ganz wohl, mein ganzer Körper wird bedient, wird berieselt mit Jazz. Das hat auch den Blues in sich, das hat das natürliche Melancholische in sich. Und das ist groovy. Und es ist nicht so ausgedacht, es ist einfach. Aber im Großen und Ganzen lasse ich mich tragen von irgendjemandem vielleicht, irgendeinem Mentor da oben. Und dann lasse ich mich inspirieren von der Zeit. Im zweiten Teil des Programms zeigt Gitte Henning, dass sie mit ihrer perfekt ausgebildeten Stimme eine große Jazz-Interpretin geworden ist. Sie harmoniert mit der Band. Reden zusammen und in Leidenschaft, in Liebe zur Musik. Und dann ist meine Liebe das, was ich darstelle. Scheinbar mögen die Leute auch die neuen Pop-Songs von mir. Aber ich glaube, man merkt, in meiner Popmusik merkt man auch, dass andere Musikarten stehen dahinter. Also, dass der Jazz dahinter steht. Es war ein unvergleichlicher Abend, der die ganze Bandbreite einer großen Sängerin deutlich machte. Gelungen, Gitte Henning. The show must go on.